Willkommen zurück zu meinem Minecraft-Projekt. Heute mal wieder mit meiner wunderschönen Stimme. Ja, ich habe hier weitergebaut. Hier haben wir jetzt schon eine Hecke. Und dieses Haus habe ich fertiggestellt. Hier ganz voller schwerer Vollmust. Hier könnt ihr einrichten, wie ihr wollt. Das ist ein Schrebergartenhaus, Nummer 34. Ey. Tür zu. Ja, weiter geht's hier. Hier sind noch zwei weitere Häuser. Im Hintergrund habt ihr schon was gesehen. Ja, die könnt ihr einrichten, wie ihr wollt, wie gesagt. Viel Spaß dabei wünsche ich euch. Und das war's. Nein, nein, es geht weiter hier hinten. Ja, hier hinten habe ich schon weiter gebaut hier. Hier ist ein kleiner Kreisel. Mit Mühe und Not das hinbekommen. Dann geht der Weg da hinten längs. Habt ihr schon gesehen, bis in das Video. Und hier haben wir eine Firma. Sind sogar zwei drinne. Einmal hier mit Rolltoren wieder auf meine Art gemacht. Gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, könnt ihr das nicht auch verändern, wenn ihr wollt, drinne. Ja, einrichten nach Belieben. Das sieht so aus hier. Das sind zwei Firmen in einer. Hier ist eine Garage drinne, kann man machen. Hier hinten Durchfahrt. Und hier ist das andere Gebäude. Ja, drei Stockwerke. Bauen könnt ihr das so, wie ihr es wollt, aber lasst es bitte so die Außenfassade, wie sie steht. Am besten auch keine Mods verwenden. Das wäre das Allerbeste. Und zwar hier Container Transport und Logistik GmbH, also eine LKW-Firma. Da können die vom Eurotrack-Simulator hier ihre Trucks abstellen, sozusagen. Ja, hier ist die Einfahrt. Hinten geht es natürlich noch weiter, bin noch nicht fertig hier. Das kommt alles noch. Hier ist die Straße halb fertig. Die andere Hälfte steht noch Wand. Ja, und hier haben wir eine Firma, die heißt Oberflächenschutz, Gerüst und Stahlbau. Ja, die machen hier zum Beispiel Isolierung, also damit das nicht rostet, von den Schiffen zum Beispiel, damit sie nicht rosten auf hoher See oder die Loopingbahn, genau, auf Freizeitpark machen die. Rostschutz und sowas. Ja. Und das war von dieser Seite aus hier gewesen. Ich springe gleich mal rüber zum anderen, ganz schnell. Wie gesagt, einrichten könnt ihr das. Das ist hier hinter den Gebäuden. Hier sind schon mal drei Schrebergärten. Die anderen mache ich noch alle, wenn ich soweit bin hier mit anderen Häusern. Sonst habe ich hier keine richtige Route, wie ich das machen soll. Da fehlt mir so einiges. Und wir fliegen mal kurz rüber. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und zwar beim Automobile. Das habt ihr ja schon gesehen hier. Dieses Auto. Dann habe ich noch weitere Autos hier für euch, die hier rumstehen. Jeder sieht ein bisschen anders aus. Und ja, sieht ja schon mal ganz gut aus. Das ist die Triple X. Und hier haben wir so einen Transporter. Da fehlt ein Stein schon wieder. Jemand hat mir das geklaut. HHMU 763. Der sieht so aus. Und hier haben wir noch einen schönen Wagen. Need for Speed. Yeah. Da, die Autos hat ein Junge gemacht. Warte mal, ich muss mal kurz hier wieder reparieren. Ach, mache ich nächstes Mal. Ist egal. Und zwar hat hier wunderschön gebaut in der Harburger Chaussee Gabelstaplerfirma. Eingerichtet von Trecki 1701. Ich danke dir, dass du so viel Mühe investiert hast und ich alles nachbauen durfte. Leider hast du bei einigen Sachen Mods verwendet, beziehungsweise Freigaben, wo ich das nicht machen konnte, beziehungsweise nicht machen wollte, weil ja andere Spieler das ja nachbauen sollen, beziehungsweise Informationen haben möchte, wie das funktionierte. Und das konnte ich leider nicht geben dann. Ja, gehen wir in meinen Dienraum rein hier. Hier hat er wunderschön was vergessen wahrscheinlich, oder soll so sein, ich weiß es nicht. Gleich die erste Tür. Und hier ist unsere kleine Sitzecke. Auch schon sehr gut eingerichtet. Ich will nicht alles angucken. iPod. Ja, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast mit dem Bild. Ich habe das jetzt so rum gemacht. Anders geht es leider nicht. Und hier haben wir sowas hier. Dann geht es hier noch weiter. Schadensregulierung.
Kann man da reingehen, wenn man möchte. Alles begehbar. Ich mache mal so einen groben Flug hier. Hier ist eine große Eingangshalle, beziehungsweise Aufenthaltsraum oder Tanzfläche oder was auch immer. Der Gabelstaplerfirma. Ja, ich habe das so nachgebaut, wie er es mir vorgegeben hat. Und das sieht schon mal ganz geil aus. Oh, habe ich ein Bild hingesetzt? Ich wollte kein Bild dahin haben. Ich wollte was anderes hin haben. Naja, gut, Bilder sind auch gut. Hier wollte ich so einen Rahmen hinmachen eigentlich. Ja, so kleine Fehler habe ich hier drin. Ja, hier wieder iPod. Dann geht es hinten noch weiter, wenn man möchte. Hier Fahrstuhl, aber nicht in Funktion. Wie gesagt, ich möchte keine Mods hier reinpacken, weil sonst jemand alles online stellt. Und dann funktioniert das nicht so richtig. Hier haben wir Ersatzteillager. Hier hat er sich auch sehr viel Mühe gegeben mit dem Lagersystem hier. Hier oben ist auch so ein kleiner Technikerraum oder was auch immer. Mit Kühlschrank hier. Mit Spüle und alles drum und dran. Das muss ja auch sein, ne? Ich will euch ja nicht alles zeigen, ihr solltet es selber entdecken noch hier, was hier so drin ist. Hier die Maschine konnte ich nicht nachbauen hundertprozentig. Aber ich habe das so vorbereitet schon mal. Weil er auch wieder hier schwebende Teile benutzt hat mit einem Mod zusätzlich. Ja, hier sind so Gabelstapler, drei Stück, die gerade geladen werden. Hier ist die Ladestation und hier können wir raufspringen, aber bringt nicht viel. Und da ist eine Kuh, eine Kuh, eine Kuh, eine Kuh. Und hier haben wir die Werkstatt, wo die Kurzstapler gebaut werden hier. Hier sind auch einige Ersatzteile drin, Felgen, Werkzeuge und Schrauben und sowas. Hier steht auch schon ein Gabelstapler parat, um die schweren Sachen zu transportieren. Ja, hier haben wir so eine Hebemaschine, so der rübergehen soll, aber funktioniert natürlich nicht, ist statisch. Sieht doch cool aus, ne? Aber wir können mal hier hoch hier erstmal. Jim, 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 Jim. Ja, man kann sich ja viel bewegen. Hier gibt es sehr viele Räume. Eingerichtet von Trekkie 1701, Sekretariat und der Boss. Ja, das ist der Postcomputer hier. Sehr schön eingerichtet. Hier kann man auch runtergucken, rausgucken nochmal. Hat der Chef noch einen Überblick über seine Mitarbeiter? Hier ist so ein Bücherregal versteckt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video mit dem Einbau von Trekkie 1701. Ja, wenn ihr weiter erkunden wollt, könnt ihr es gerne runterladen. Ich wünsche euch das viel Spaß. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.